Kinos. Kinos sind cool. Kinos sind toll. Kinos sind echt weird manchmal. Bei uns ist das Kinoerlebnis ja seit 40 Jahren das gleiche. Also literally, wenn du nicht gerade im neuesten Kino bist, haben die Soundsysteme von deutschen Kinos noch die englischen Bombenabwürfe überlebt und wurden seitdem nicht mehr abgestaubt. Und irgendwo unterm Film erkennt man noch die damals eingebrannte Sonntagsnachmittags-Reichspropaganda. Aber da draußen, in der großen, weiten Welt, hat man die Zukunft des Kinos geöffnet. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Kino? Aber es ist mitten in der Wüste Sinai. Einfach Loge bei den 10 Geboten buchen. Wie cool ist das bitte? Meine Mama hat mir einfach erlaubt, in der Wüste Dune zu gucken. Und wem zentral Janub Sina ein bisschen zu trocken ist, der kann ja stattdessen nach Yaoi. Warte, Yaonoi. Da schwimmt nämlich ein komplettes Kino in einer wunderschönen azurblauen Bucht mitten im Nirgendwo. Oder die Bootleg-Version in London, da schwimmst du in der Pisse von den Leuten, die nicht auf Klo gehen wollen und die angenehm warme Grundtemperatur eines Jacuzzis voll ausnutzen. Ich weiß, dass das mindestens einmal passiert ist, obwohl ich selbst noch nie da war. Und es wird manchmal vielleicht noch etwas cooler. Aber vor allem auch weirder. Und wie viel weirder wird euch natürlich wieder von dem einzig wahren und fachlich-sachlich Ausgebildeten uns vorgestellt. Alle meine Freunde sind auch heute am Start. Was war dein weirdestes Kinoerlebnis? Vielleicht warst du mal in einem Streit dabei, vielleicht arbeitest du in einem Kino und musstest nach 50 Shades of Grey mal die nassen Gurken wegräumen. Vielleicht warst du einfach schon in einem sehr coolen Kino, also schreib's in die Kommentare. Glockelt, abonniert und damit Moini Leute, ich bin's wieder, der Bewegtfilmbaron aus dem Internet. Fallen wir doch direkt zurück auf das Wüstenkino in Ägypten. Wer sich nämlich denkt, dass das ja eigentlich ein mega geiles Plätzchen wäre, Dune 2 anzuschauen und Timothy Chalamet beim Spiel mit seinem Shai Hulud zuzugucken, den muss ich leider enttäuschen. Zwar existiert das Kino zumindest physisch tatsächlich, aber dem aufmerksamen Hingucker wird wohl aufgefallen sein, dass A, die Sitze etwas schmutzig sind und B, gar keine Leinwand existiert. Du schaust also maximal literarisch eine Düne. 1997 vom Franzosen Gien Eyadel Amar ausgedacht, wollte dieser eigentlich ein cooles Freiluftkino als Statement mitten in die Wüste kloppen, um zu zeigen, dass Tourismus und Natur im Einklang existieren können. Freiluftkinos gab es schon seit mindestens 1991. Ich weiß jetzt nicht, was so eine sandigere Luft jetzt groß anders gemacht hat, aber hey, ein Rewe ist Rewe, wie der Franzose jetzt sagen würde. Ein Witz für die eine Person unter unseren Zuschauern, die genug Grips für Bilingualität hat. Am 6. Oktober 2000 sollte es jedenfalls soweit sein, dass sein Kino die Klappstühle öffnet und man sich Jurassic Park unter den Sternen anschauen konnte. Allerdings gab es dann einen mysteriösen Stromausfall, die Premiere ist ausgefallen und schwupp, schon konnte man es nicht mehr finanzieren und die ganze Geschichte ist im Sand verlaufen. Böse Stimmen behaupten hier übrigens, dass sich die Regierung persönlich eingemischt hat, um das Kino vor die Leinwand fahren zu lassen. Die vorherigen Jahre waren nämlich mit einer Menge politisch-religiösen Heckmeck gefüllt, warum man sich denn jetzt ein Kino in der Wüste gefallen lassen sollte. Und plötzlich funktioniert der Generator am wichtigsten Tag des ganzen Unterfangens nicht. Na sowas aber auch. Irgendjemand, der die Holzsitze wieder aus dem Boden zieht, konnte aber anscheinend auch nicht gefunden werden und darum stehen bis heute 700 mehr oder minder kaputte Kinostühle mitten in der Wüste Sinai. Und dabei hätte er nur ein paar Jahre warten müssen und es wäre so viel einfacher gewesen. Für alle, die heute nämlich ein Kino ins Nirgendwo oder sonst wohin stellen wollen, versucht doch einfach mal mit einem aufblasbaren Kino. Ja, Leinwand war gestern, warum nicht einfach direkt ein komplettes Bootleg-Kino in den Garten hyperventilieren? Hüpfburg, aber mit Popcorn! Und das kostet auch nur zwischen 4.000 und 20.000 Dollar. Wow. Ein absoluter Schnapper dafür, dass man dann in einem hermetisch abgeriegelten Gummiquadrat ohne Sauerstoff sitzen darf und nicht, keine Ahnung, von einem Projektor an deiner stinknormalen Wand. Aber gut, um fair zu sein, das ist ja kein wirkliches Kino. Kino muss ja mit Eintritt sein und so. Ne? Sowas Privates ist ja nur Spielerei. Yeah. Schauen wir also lieber zu einem sehr viel ernsteren Kino, das man da draußen wirklich finden kann. Und man muss auch wirklich suchen, das Kino rennt nämlich vor dir weg. Sag hallo zum Sol Cinema. Das trägt nicht nur den Titel des kleinsten Kinos der Welt, sondern wohl auch den des schnellsten. Das Sol Cinema fährt nämlich mehrmals im Jahr an einen anderen Standpunkt in Großbritannien und öffnet dann da seine kleine quietschende Tür für die endlosen Ströme aus maximal 6 Gästen pro Vorstellung. Das reicht uns nicht! Funktionieren tut das Ganze übrigens zu 100% auf Solarbasis und interessanterweise hat diese Gimmick-Combination dem Sol Cinema nicht nur eine nicht zu verachtende Fanbase gebracht, sondern auch einen Platz in den Top 20 der besten Kinos der Welt.
Ich möchte nochmal sagen, da passen 6 Leute rein. Wenn sich da jeder noch Medium Popcorn mitnimmt, dann vielleicht doch 4. Und ob das jetzt eine echte Leinwand mit Projektor ist oder ein mit Patafix an die Wand geklebtes Samsung-Tablet, kann ich bei der Größe auch nicht sicher sagen. Who knows? Aber hey, wenn du gerade auf der untergehenden Brexit-Insel bist, fahr doch mal hin und guck's dir an mit deiner je nach Größe nicht ganzen Familie. Die Blümchen blühen, die Bienen summen und die... Just Latch 3-Stock-LKWs fahren mit 180 über die Autobahn! Es ist Frühling. Und zu Beginn der Warmzeit hat Just Legends alle Düsen in der Staubfabrik auf 120% gestellt und bringt dir passend zu Beginn der Schwitzzeit deine Lieblingserfrischungsgetränke wieder zurück auf den Schreibtisch. Ja, sagt es alle mit mir zusammen. Just Legends Restock Mania! Frisch zurück im Bestellcenter oder bereit zu dir nach Hause eingeladen zu werden, haben wir da zum Beispiel die Hydration Drinks Sour Apple und Cherry Banana Nanana. So heißt er gar nicht. Die sind ohne Koffein, aber dafür mit viel Vitamin und beide bringen dir Erfrischung, Entdurstung und Abkühlung in dieser die Brücke. Karten schmelzen Hitze und schmecken dazu auch einfach noch enorm delicious. Und wenn dir Koffein mehr zusagt, gibt es für dich wieder den Geschmack Dark Cherry, der dir alles liefert, was dein Körper zum Epic Victory Royale braucht. Also, wenn du dich auf die kommenden Monate vorbereiten willst, dann geh einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung und scan diesen formschönen QR-Code und bekomme mit dem Code MALDERNATIV beim Checkout nochmal saftige 15% Rabatt auf deine Bestellung. Wow! Kommen wir nochmal zurück auf Freiluftkinos. Wer nämlich denkt, mit Sitzen unterm Mond im Sand hat man da schon alles gesehen, der hat sich geschnitten. Auf der einen Seite gibt es da nämlich natürlich Wunderwelten, wie beispielsweise das Red Rocks Amphitheater in Colorado, das eine wunderschöne natürliche Bühne in einem Sandsteinberg ist. Und dann gibt es noch Orte wie das Rooftop Cinema in Berlin oder in Houston oder Melrose oder sonst wo. Und da muss ich einfach sagen, fühle ich nicht, Digga, okay? Was an einem in Taubenkot zementierten Flachdach ist denn wieder ansprechend fürs Filme gucken? Die blendenden Werbebildschirme, der Feinstaub oder das Hubkonzert von 500 Autos, die in einer Linie auf eine defekte Ampel warten? Hm? Ich finde Freiluftkinos sind nirgendwo so cool wie der nächste, aber auf einem Dach verstehe ich den Appeal nicht. Und zum Glück gibt es selbst da eine Lösung für jemanden wie mich, nämlich das Hot Tub Cinema auf den Dächern von London. Wenn du da nämlich realisierst, dass ein Stadtzentrum gar nicht so ein toller Platz zum Filme gucken ist, kannst du dich zumindest schneller tränken. I'm under the water. Ich muss ehrlich sein. Wenn ich im Freibad bin, dann kann ich zumindest mit dem Wissen leben, dass das Verhältnis von Pisse zu Wasser außerhalb des Kinderbeckens die 60%-Marke nicht übersteigt. Aber in einem kleinen aufgepusteten Rundpool sitzen, in dem gerade genug Wasser ist, um mir die Nibbel zu befeuchten, ich fange an darüber zu reden und ich rieche U-Bahn. Ja, wenn du verstehst, was ich meine. Doch, ich zippe nach Pipi. Und wie bei allem muss natürlich auch irgendjemand wieder das Konzept nehmen und restlos auf die Spitze treiben. Why? Und damit wurde dann Movie in the Sky erfunden. Du kannst einen Film gucken, aber ohne das Dach unterm Arsch. Wow. Wieder mal in der UK, aber anscheinend auf der ganzen Welt buchbar, habe ich bei dem Konzept Fragen. Erstmal schön, dass man das anscheinend nicht nur mitten in der Stadt machen kann, sondern auch draußen in der Natur. Nächstes Mal möchte ich aber bitte wissen, wo gehe ich auf Klo? Ich sag nicht, dass ich in einem Film auf Klo gehen muss, aber ich sage, dass ich das hier nicht könnte, selbst wenn ich wollte. Und die Stühle da oben sind 360 Grad drehbar. Imagine, du squattest dich hin zum zwischen die Gitter kacken und plötzlich bist du der Blockbuster. Ich will das nicht. Und gibt's da eigentlich Popcorn? Die Werbeseite erzählt dann ganz viel davon, wie anpassbar die Plattform doch ist und was man alles an tollen Extras aufbauen kann, aber da war nirgendwo eine fest genietete Popcornmaschine dabei und ich glaube, mein Interesse ist dadurch gerade auf -3 gesunken. Warte, dir wird Popcorn via Drohne geliefert? Die Zukunft! Absolut geil! Auch ziemlich geräuschlos zum Glück. Aber gut, begeben wir uns doch langsam mal in die richtigen Kinos und schauen, was man hier so an Innovationen in den Raum gebracht hat. Dass herkömmliche Kinos nämlich langsam ein wenig aus der Mode fallen, ist ja kein Geheimnis. Streaming-Plattformen, 60 Zoll Heimfernseher und bezahlbare 65.1 Soundanlagen für zu Hause haben gerade kleinen Kinos ziemlich stark den Wind aus den Segeln genommen, weil warum für was bezahlen, was man auch gratis zu Hause hat? Aber auch hier gibt es glücklicherweise Innovations, die auf der Welt vorangetrieben werden. Zum Beispiel hat man sich im Wuhan Wushang Mall Cinema gedacht, dass man ja mal zumindest das Ambiente der Räume spannender als Kiste machen kann und das gesamte Kino so gestaltet. MC Escher
ist stolz. Amerika hatte da aber eine etwas amerikanischere Idee und hat die Alamo Drafthouse Cinema-Kette erfunden. Was die machen? Künstlerische Neugestaltung. Szenisches 4D-Kino mit Stuhl, Erdbeben wie im Phantasialand und VR. Nein, du kannst einfach nur ein ganzes Schwein fressen, während du einen Film guckst. Okay, ich gebe dir ein bisschen zu wenig Credit. Fairerweise muss man nämlich sagen, dass die Drafthouse Experience tatsächlich ganz schön gut zu sein scheint. Nicht nur die Leute mögen es, sondern das Essen, das man da bekommt, sieht auch okay aus. Wirklich gut, actually. Ich würde es ja für euch austesten, aber wer fliegt schon nur für die Footage von einem Burger im Kino einmal bis nach L.A.? Ich bin in L.A., es war toll. Ein Riesenmenü, All-You-Can-Eat-Popcorn, das klingt doch nice. Was haben wir hier nochmal? Ach ja. Allerdings hat aber auch Amerika, wie so oft auch, sehr, sehr schlechte Ideen. Und eine der schlechtesten Kombinationen von Kino und etwas anderem, die ich wohl je gehört habe, kommt von den Cinepolis Kinos in Südkalifornien. Was die nämlich gemacht haben, ist ein Problem zu lösen, das wirklich niemand hatte. Die haben nämlich einige ihrer Kinosäle zu Kinderkinosälen umgewandelt. Was das sein soll, fragst du dich? Ist nicht jedes Kino ein Kinderkino, sobald der neue Disney-Schlamm über die Bildfläche läuft? Anscheinend nicht, sonst hätte Cinepolis ja nicht meine ganze persönliche Hölle erfunden. Bei denen kann man seit 2017 nämlich für den Ticketpreis plus $3 mit seinem Kind in die Cinepolis Junior Kinosäle, in denen man neben der normalen Leinwand auch noch eine Spielwiese und ein komplettes mehrstöckiges Klettergerüst mit Rutschen benutzen kann. Toll! Entschuldigung! Aber was ist das denn für ein Crossover? Ich komme in ein Kino, damit mein Kind keinen Film guckt und muss dafür dann auch noch mehr bezahlen. Also ja. Oh nein. Glücklicherweise hat auch das Kino nicht vorgesehen, dass irgendwelche brüllenden Kinder mitten in einem Film das Klettergerüst auseinandernehmen und sich im Dunkeln beide Arme brechen. Nein, die Spielbereiche sind für die Zeit vor dem Film und in der Filmpause, die Kinderfilmen anscheinend da hinzugefügt wird. Das ist gut. Aber dann habe ich noch eine andere Frage. Ich bezahle dafür, zu früh zu kommen. Ich werde reich. Also ich weiß nicht, wie ihr ins Kino geht, aber ich persönlich bin immer ganz froh, wenn ich die Werbung am Anfang überspringe, indem ich zu spät komme. Aber hier bezahle ich ja extra, um zu früh da zu sein. Wie oft soll ich in meinem Leben denn noch anhören, dass es Langnese seit 30 Jahren auch hier im Kino gibt? Langnese-Eiscreme gibt's auch hier im Kino. Und auch wenn die Kinder nicht direkt während dem Film am Spielen sind, das Nachspiel ist ja dann trotzdem noch im Raum. Ich möchte nämlich hier kurz erwähnen. Und daran erinnern, dass nichts so sehr stinkt wie ein schwitzendes Kind in einem Spieleturm, der schon seit 7 Jahren von anderen schwitzenden Kindern benutzt wird. Wart ihr mal in einem Trampolino oder so? Stell dir den Move vor, aber konzentriert auf einen einzigen extra kleinen Kinosaal. Und viel schlimmer, die Kinoerfahrung ist ja immer noch absolut gleich. Du guckst einen Film und jetzt stinkt es noch. Aber von wegen, haha, die Amerikaner, ey. Wir haben das auch. Im Cineplex gibt es nämlich das Elternkino. Deine Kinoauszeit mit Baby. Und die haben den mobilen Wickeltisch. Da ist die Frage gar nicht mehr, ob süß oder salzig. Es riecht nach Shit. Alles riecht nach Scheiße. Nee, ich muss wirklich sagen, mich hat's nicht abgeholt. Und auch der Rest von den neuen Kinoerlebnissen nicht wirklich. Das Beste ist noch immer, wenn man einfach Qualität von zu Hause aus genießen kann. Ach, und glücklicherweise bin ich ja auch schon sowieso auf deinem Bildschirm. Also, tu dir doch einen Gefallen und bleib einfach noch ein bisschen hier. Das beste Kino ist immer noch hier bei uns. Abonnier uns. Do it!